EA Pope Productions. EA Pope Productions liest italienische Märchen. Heute der entflohene Vogel. Es war einmal ein König, der hatte einen wunderschönen Kanarienvogel. Den liebte er so sehr, dass er einen eigenen Diener anstellte, welcher den Vogel pflegen und füttern musste, und der vor allem darauf achten sollte, dass der Vogel nicht entwiche. Eines schönen Tages, in einem Augenblick, da der Diener gerade nicht aufpasste, war das Türchen des Käfigs nicht ganz geschlossen. Der Kanarienvogel flatterte dagegen, so dass es sich öffnete, und entfloh. Der Diener wollte schier verzweifeln, denn er wusste genau, wie sehr sein König an dem Tierlein hing und wie sehr er ihm befohlen hatte, den Vogel ja nicht entfliehen zu lassen. Es war indessen nicht mehr zu ändern, und als der König kam und sah, dass der Kanarienvogel nicht mehr in seinem Käfig saß, befahl er sogleich, den Diener aus dem Palast zu jagen. Da begann der Diener zu weinen, denn er wusste nicht, wie er seine Familie ernähren sollte. Er begann den König um Verzeihung und Gnade für seinen Fehler zu bitten und schwur, dass er sich eine ähnliche Unterlassung nie mehr zu Schulden kommen lassen werde. Da kämpften im Herz des Königs Zorn und Mitleid miteinander, und nach einer Weile sagte er: »Gut, höre, wenn du mir bis morgen zwei Fragen beantworten kannst, dann sollst du im Palast bleiben dürfen und deinen Dienst behalten. Kannst du mir jedoch keine Antwort bringen, so werde ich dich schlechterdings hinauswerfen lassen.« Da sprach der Diener: »Majestät, erzähle mir, was du willst, und ich will dir alles getreu erfüllen.« »Schön. Du musst mir bis morgen ausmessen, wie weit es von hier bis zum Himmel ist, und dann sollst du mir noch Antwort geben, aus wie vielen Steinen mein Palast gebaut ist.« Der Diener versprach, die Antwort auf diese schwierigen Fragen zu suchen, und während ihm der Mut sank, ging er aus dem Palast. Als er so weinend die Straße entlang schritt, begegnete ihm ein alter Freund und Gefährte, und der fragte ihn nach der Ursache seiner Trübsal. Da erzählte ihm der Diener alles, was sich ihm zugetragen hatte. »Ist das alles? Und deshalb bist du so verzweifelt?« fragte ihn sein alter Freund. »Wenn es nicht mehr ist, da kann ich dir leicht helfen und raten. Wenn du morgen zum König gehst, dann wickle eine Spule Schnur um deine Hand und sage, so weit sei es bis zum Himmel hinauf. Und wenn er dich fragt, aus wie vielen Steinen sein Palast gebaut sei, dann sage aus 2 Millionen Steinen.« Und er gab ihm noch einige Ratschläge, so dass der Diener getröstet nach Hause gehen konnte. Am nächsten Morgen begab sich der Diener zufrieden und seiner Sache sicher in den Palast und vor den König. »Nun«, fragte ihn dieser, »hast du getan, was ich dir befohlen hatte?« »Ja, Majestät, und hier ist die Antwort.« Dabei zeigte der Diener die Schnur, die er um die Hand geschlungen hatte. »So weit ist's von hier bis zum Himmel.« »Das ist nicht wahr«, schrie der König, »das kann unmöglich stimmen.« »Dann laufe bitte zum Himmel hinauf und nimm dieses Ende der Schnur mit, Majestät«, bat der Diener. »Ich will die Schnur abwickeln, und du wirst sehen, dass die Entfernung stimmt.« Der König dachte nach und sprach: »Nicht schlecht, du kannst recht haben. Aber nun antworte mir auf meine andere Frage. Aus wie viel Steinen ist mein Palast gebaut?« »Majestät, der Palast ist aus 2 Millionen Steinen gebaut.« »Oh, das ist nicht wahr, das kann absolut nicht wahr sein«, schrie der König. »Doch, doch«, entgegnete der Diener, »es stimmt ganz genau. Ich habe alle Steine gezählt, und wenn du mir nicht glaubst, König, dann bitte gehe hin und zähle nach. Du wirst sehen, meine Rechnung stimmt.« Da bewunderte der König die Klugheit seines Dieners und die Schlagfertigkeit seiner Antworten, und er befahl, dass der Diener nicht nur in seinem Palast und in seinem Dienste bleiben solle, sondern er ließ ihm überdies eine beträchtliche Summe Geldes auszahlen. Der Diener aber verließ glücklich den Palast und eilte zu seinem Freunde, um das Geld mit diesem zu teilen. Er hat seine Sache gut gemacht, aber wer wird mit uns teilen? EA Pope Productions.